wollte die Palästinenser sein. Hatte keinen Platz, hat Dua gemacht. Oh Allah, die Erde akzeptiert mich nicht mehr. Nimm mein Leben. Und ist nicht ein Tag, zwei Tage vergangen, ist gestorben. Rahimahullah. Warum? Wegen Neid von einem Mann. Und mit Imam Bukhari ist auch die Sunna des Propheten Wissen mitbegraben worden. Mit jedem Tod eines Gelehrten, eine große, gewaltige Wissen wird mitbegraben, liebe Brüder. Das heißt, wegen einem Neid. Vielleicht wäre er nicht verjagt von der Stadt, ausgetrieben. Er hätte vielleicht noch andere Hadithbücher uns geschrieben und hinterlassen. Aber er war in Flucht. Und so viele Gelehrte sind ins Gefängnis gegangen. Warum? Weil jemand war für sie neidisch und hat ihn dann verpetzt. Und das ist auch in unserer Zeit passiert. In unserer Zeit, als ich in Medina Student war, 1998, haben sie dort einen Sheikh verjagen wollen. Sheikh Mohammed al-Mukhtar al-Shankiti, heute einer der größten Gelehrten in Saudi-Arabien. Diesen Mann, wenn er Dua macht, also da bin ich mir überzeugt, Allah azza wa jalla bi-iznillahi ta'ala nimmt seine Dua an. Der war 2 Jahre mein Lehrer. Wenn er in die Klasse kam, sind Professoren in seinen Unterricht gekommen und haben ihm zugehört. Du lernst nur, wenn du ihn anschaust, dein Verhalten. Wie er redet, was für ein Wissen er hat. Ist unvorstellbar, mashallah, tabarakallah. Und gleichzeitig ist eine Gruppe von Menschen, haben hinter diesem Mann zum Gouverneur gegangen und haben gesagt, schmeiß ihn raus von dieser Stadt. Er ist gefährlich. Warum ist er gefährlich? Ja, er wird zu starke Zuhörer haben. In Masjid al-Nabawi, bei ihm sitzen 5000 Menschen mindestens. Wenn er in Jeddah, das ist Hafenstadt, Flughafen, wenn man nach Mekka fliegt, kommen dort tausende Menschen und die Straßen werden zugemacht. Und redet nur Hadith, qala Allah und qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aber einigen passt das nicht. Und genauso unter einfachen Predigern. Und wir sind gar nichts, wir sind null, X. Wir sind X. Du siehst auf einmal, ein Bruder redet über ihm, er redet über ihm und überredet ihm. Warum, Yachi? Lasst jeder, der was für diese Religion tun will, arbeiten. Warum reden wir über ihn schlecht? Es sei denn, du siehst offen, er ruft zu einer Bidda auf oder ruft zu einer Sache, das widerspricht unserer Akide, dann müssen wir ihn warnen. Wie wir heute sagen, geht nicht mehr auf die wahre Religion rauf. Ihr dürft nicht mehr auf die wahre Religion.de gehen. Warum? Weil dort wird direkt falsche Sachen über die Akide gegeben und direkt Hadithe verleugnet, was existiert. Da gibt es einen Videoanruf, ruft eine Frau, sagt, ja, ich bin eine Konvertierte, Salam alaikum, alaikum salam. Ich habe gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, von einem Kafir, ungläubigen Eltern darf man keine Erbe annehmen. Wer sagt denn so ein Quatsch? Gibt's doch gar nicht. Kannst du nehmen. Ah, danke, Salam alaikum, subhanallah. Und das Hadith in Bukhari. Sahih Hadith, sagt alaihi salatu wasalam, ein Muslim erbt nicht von einem Kafir. Das heißt, wenn jemand redet in Allahs Religion ohne Wissen und ruft sogar zu Aqide Sachen, was widerspricht der Ahlus Sunnah, dann darfst du das warnen und sagst, bleib von dem Sache fern. Wieso? Weil das wird uns mehr schaden. Weil wir müssen jetzt diesen Leuten klar machen, man darf keine Erbe nehmen von einem ungläubigen Eltern, wenn die gestorben sind. Weil das die Sunnah verbietet. Alayhi salatu wasalam hat es klar und deutlich gesagt. Und die Sahabe haben keine Erbe genommen von ihren gestorbenen Eltern. Deswegen müssen wir das klar und deutlich sagen. Wir machen das nicht, um die fertig zu machen oder schlecht darzustellen. Nein, weil du sagst, Achi, mach das nicht zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Wer macht weiter? Dann gibt es nur einzige Lösung, und das zu warnen, damit die Leute nicht das falsche Wissen nehmen sollen. Viertens oder drittens, warum die Leute, die Gelehrten, ihre Fleisch essen, ist, liebe Brüder, weil sie blind folgen. Sie folgen jemandem blind. Und unsere Religion verbietet uns, jemandem blind zu folgen. Allah azza wa jalla sagt uns im Koran, فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Folgt den Gesandten, dann seid ihr rechtgeleitet. Wir dürfen niemandem blind folgen. Einmal, als Muhammad Salih al-Usaymin, rahimahullah, im Fernsehen Fetwa gegeben hat, hat einen Mann angerufen, irgendwo von Syrien oder so, hat angerufen und hat gesagt, ja, Sheikh, ich will nach Madhab Shafi'i das Hukum, die Urteil über das Bad kürzen wissen.
erzähl mir das Hukum vom Bad nach Madhab Shafi'i. Und ich verfolge das Programm. Wisst ihr, was Sheikh Mohammed Salih al-Uthaymeen gesagt hat? Er hat gesagt, ich mag es nicht, über eine Person Fetwa zu geben, was nicht Pflicht ist zu befolgen. Warum soll ich dir nach Madhab Shafi'i Antwort geben? Den zu befolgen ist nicht Pflicht. Aber ich gebe dir eine Antwort von dem Person, für den alle Muslime Pflicht ist, ihn zu folgen. Wir haben nichts gegen Imam Shafi, der ist unser Gelehrter. Wir respektieren ihn und lesen seine Bücher und nehmen ihn an als Gelehrten. Aber es ist uns nicht Pflicht, alles, was er gesagt hat, zu befolgen. Oder Abu Hanife, oder Imam Ahmed, oder Imam Shafi, oder Ibn Taymiyyah. Und einige, jetzt kommen wir mit Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wer hat euch gesagt, dass wir alles nehmen müssen, was Muhammad ibn Abdul Wahhab gesagt hat? Nicht alles, was Muhammad ibn Abdul Wahhab gesagt hat, ist auch 100% richtig. Gibt es viele Hadithe, was da'if sind, sogar Maudu sind. Und das haben seine eigenen Schüler in seinen Büchern geschrieben. Beispiel, er sagt, Al-Ibada huwa mukhul Ibada. Al-Dua huwa mukhul Ibada. Und dieser Hadith ist bekannt, ist bei jedem Hadith Gelehrten da'if. Das heißt nicht, der ist ein schlechter Gelehrter. Wir lieben ihn und respektieren ihn. Aber der ist kein Prophet. Er macht auch Fehler. Jeder Gelehrte macht einen Fehler. Deswegen ist verboten, dass wir fanatisch hinter einem Gelehrten gehen. Wir sagen, jeder macht Fehler. Letztens ist eine Gruppe gekommen aus Stuttgart und wollte mit mir diskutieren. Nach dem Vortrag war eine Gruppe von Khawarij, die klar und deutlich die Eigenschaften von Khawarij hatten. Ich sage nicht Tekwiri, sondern das waren Khawarij. Denn Tekwir gehört zur Religion. Tekwir wird heute vermischt. Richtige und falsche Tekwir wird vermischt. Aber diese Leute sind Khawarij gewesen. Und er bringt mir ein Buch von Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ich habe ihm gefragt, ist es mir Pflicht, diesem Buch, alles was da drin ist, steht, zu folgen? Alles, was Muhammad ibn Abdul Wahhab gesagt hat, ist das richtig? Wisst ihr, was er gesagt hat? Natürlich hat er gesagt. Ich habe gesagt, überleg richtig meine Antwort, Frage. Sonst ich werde dich zum Ungläubigen erklären. Pass auf, was du sagst. Ist es Pflicht, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einem anderen zu befolgen? Dann hat er gesagt, nee, muss ich man nicht. Danach, warum zwingst du mich, dieses alles zu akzeptieren? Wenn du selber sagst, muss man nicht, dann warum zwingst du mich, doch, das musst du nehmen. Nein, Achi, ich muss nur nehmen, was von Koran und Sunna nach der Verständnis der Sahabe uns überliefert worden ist. Ich widerspreche der Ijma der Sahabe nicht. Ijma der Sahabe darfst du nicht widersprechen. Deswegen, ja, Achi, warum zwingst du mich, eine Meinung zu nehmen, was nicht Pflicht ist? Und was kann auch Fehler beinhalten? Aber heute, die Muslime halten sich wie ein Fußballverein. Der ist Verein X, der ist Club B und sie wollen sich nur, wie die Fußball-Hooligans, wollen sie ihre Religion praktizieren. Das gibt es nicht in Islam. Wir sind kein Verein. Wir sind kein Fußballclub. Wir sind Mitglieder eines Religiones. Wir sind alle Muslime. Derjenige sagt, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, und bestätigt die 6 Säulen des Imans und versucht, die 5 Säulen des Islams zu praktizieren und die anderen Pflichten zu erfüllen, dann kann ich ihm nicht sagen, nur weil er eine andere Meinung hat, dass er gleich ein Ungläubiger ist und raus von Islam ist und abgefallener ist. Dann wieder, warum die Leute, die Gelehrten, über die schlecht sprechen ist, weil man denkt, man hat mehr Wissen als der andere. Und das ist gefährlich. Das ist eine Hochmütigkeit. Das heißt, der hat Kibir. Und ihr sollt wissen, jeder Kibir führt auch in die Hölle. Und jemand, der einen Hauch von Kibir hat, sagt alaihi salatu wassalam, der wird nicht zum Islam, der wird nicht ins Paradies kommen. Dann wieder, liebe Brüder, ist Heuchlerei, Nifaq. Und das hatte ich vorhin erzählt. Deswegen, die meisten Menschen, die das Fleisch von Gelehrten essen, sind die Munafiqin. Und das ist ein Zeichen, wenn jemand über die Gelehrten schlecht redet, dass er besitzt die Eigenschaft von Munafiqin. Sagt Allah Azza wa Jalla, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. Und wenn ihnen gesagt wird, glaubt so, wie die Leute glauben, die Menschen glauben, und damit ist gemeint mit den Nas, die Gelehrten der Sahabe. Weil diese, die den Islam genommen haben, waren damals die ersten Muslime, die, und die zählen zu den Gelehrten. Was haben die gesagt? أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا. Sollen wir etwa glauben wie die Dummen? Das heißt,
sie haben die ersten Muslime als dumm bezeichnet. Wer? Die Munafiqin. Deswegen, liebe Brüder, sagt die Gelehrte, der Ahl-Sunnah wal-Jama'a, das Schlechtreden gegenüber den Gelehrten ist ein Zeichen von wem? Von Nifaq. Das heißt, wenn du siehst einen Jugendlichen, der redet über allgemein, über die Gelehrten schlecht, dann hat er eine Eigenschaft von Nifaq. Und wie ich vorhin gesagt habe, die Regel, das meiste Fleischesser der Gelehrten sind wer? Sind die Heuchler, und von dem müssen wir uns achten. Dann achtens, warum redet man über die Gelehrten schlecht? Weil man will den Islam schaden. Und das machen die Nicht-Muslime. Die haben letzte Woche gab es eine Beschneidigungssache der Frauen in Äthiopien, und die haben in Heute Journal und in vielen Medien gezeigt, wie bärtige Gelehrte mit Schimach und so sitzen, und die haben dann 8 Mädchen gebracht und haben geweint vor den Gelehrten, und die Gelehrten wollten das nicht akzeptieren und wollten sagen, hier, guck mal, auf wem ihr zuhört. Das sind eure Gelehrten und Muslime. Wollt ihr etwa so brutal enden? Wollt ihr etwa eure Kinder auch so brutal enden, wie diese 8 Mädchen geendet haben und so weiter? Das heißt, was ist der Ziel der Sache? Wollen die wirklich eine islamische Lösung finden? Oder wollen sie die Gelehrten schlecht darstellen, damit die Menschen nicht mehr zu Gelehrten gehen? Und heute, mashallah, gehen wenige Leute zu den Gelehrten. Nur wenn sie Lust haben oder wenn sie in Not sind und wenn schon alles kaputt ist, deswegen rufen ständig nur Scheidungen und nur Probleme, was sie nicht mehr selber lösen können. Wo warst du vor der Scheidung? Wo warst du vor deinen Problemen, Yachi? Warum hast du deine Religion vorher nicht gelernt? Warum hast du nicht vorher deine Islamkenntnisse vermehrt? Warum bist du nicht zu den wissenden Leuten vorher gegangen? Warum erst, wenn du auf dem Boden liegst? Deswegen, Gründe ist, dass die Menschen versuchen, den Kontakt zu den Gelehrten abzubrechen. Und das haben sie geschafft. Das haben sie geschafft in vielen islamischen Ländern. Deswegen, ein Gelehrter hat nicht mal Wert wie ein Schauspieler oder eine Schauspielerin oder ein Sportler oder nicht mal sogar als einen anderen, irgendeinen anderen Beruf. Sogar ein anderer Beruf wird mehr respektiert als ein Gelehrter, der sich Tag und Nacht mit Allahs Buch beschäftigt. Warum? Weil der Feind, islamischer Feind, hat es geschafft, uns zu überzeugen, die sind sowieso, essen unsere Gelder, die nehmen sowieso nur eure Gelder weg und die heiraten nur und die lassen nur schlafen und die tun sowieso nichts. Das heißt, diese Propaganda führt dazu, dass die Menschen sollen keine Beziehung zu den Gelehrten haben. Und das ist das Ergebnis, was heute die Muslime sind. 2 Milliarden Muslime oder über 2 Milliarden Muslime und haben ein Leben, was miserabel ist, meiste. Wisst ihr, was die Forschung sagt? Eine Forschung, eine Studie, was ich in einem Unterricht aufnehmen werde, inshallah, Probleme der Muslime, wurde 3 Millionen Euro Geld gegeben. 3 Millionen Euro wurde eine Studie gemacht in ganzen islamischen Ländern, um festzustellen, was in Zukunft die Muslime für Probleme haben werden. Was werden die Muslime in Zukunft für Probleme haben? Die haben 10 Punkte aufgezählt. Gefahr. Und da ist rausgekommen, 3. Stelle. Drittgrößte Gefahr. Und wird gesagt, 2025 spätestens. Also frühestens 2025 wird das passieren. Diese Studie könnt ihr im Internet auch runterladen. Ist offiziell vom Staat Katar und Dubai und Emirate finanziert worden und wurde von Experten, Psychologen und anderen Institutionen, Universitäten zusammen in ganzen islamischen Ländern durchgeführt. Ergebnis ist gekommen, rausgekommen, dass die meisten Muslime werden psychisch gestört sein, Depressionen haben. Das ist unsere Situation. Wer lacht da? Sag ich, Depressionen ist gestört. Haben wir. Nicht du, Bruder, aber allgemein. Das ist unsere Situation, ist zum Weinen. Verstehst du? Deswegen, liebe Brüder, ist eine ernste Angelegenheit. Wisst ihr, dass jeden Tag, in islamischen Ländern, ich rede, jeden Tag ein Kind von zu Hause wegrennt? Jeden Tag von einem muslimischen Haus rennt ein Kind weg. Und von denen 60% sind Mädchen, die zwischen 5 und 10 Jahre alt sind.